Und wir erwarten noch 6 bis 7 Redner bzw. Rednerinnen. Und das nächste ist auch eine Frau, nämlich Cornelia Seibel, die aus dem Landesverband Berlin kommt. Sehr geehrter Herr Tagungspräsident, meine Damen und Herren, ich will mich gar nicht mit der Frage, wer kommt zu uns oder wer ist seit 2015 zu uns gekommen, auseinandersetzen. Das würde auch die 3 Minuten sprengen. Aber ich möchte mich gerne mit der Frage beschäftigen, wie wir die Menschen, die zu uns gekommen sind, auch integrieren. Und ich komme mit Berlin aus einer Stadt, wo wir wissen, wie misslungene Integration aussieht. Und ich würde mir wünschen, dass wir mit der eigentlichen Arbeit schon vor 2 Jahren begonnen hätten. Stattdessen stehen wir immer noch in den Startlöchern. Und wenn ich im Koalitionsvertrag lese, es muss mehr Deutschkurse geben, die Integrationskurse müssen verpflichtender werden. Das sind alles so Worthülsen, darum bemühen sich die Kommunen, aber die Realität in den Kommunen und in den Bundesländern ist eine andere. Die Realität sind Frauen, die sagen, sie gehen nicht in gemischte Integrationskurse. Die Realität sind viele, die gar nicht teilnehmen oder kurzfristig ihre Kurse wieder abbrechen. Und wenn ich dann weitere Worthülsen lese, wie die Anerkennung von Schul- und Berufsabschlüssen, müssen wir verbessern und schneller machen. Zur Wahrheit gehört auch, viele derjenigen, die auf der Flucht vor Vertreibung und aus Sorge um ihr Leben zu uns gekommen sind, haben gar keine Abschlüsse, weder Schulabschlüsse noch Berufsabschlüsse, die wir anerkennen könnten. Meine Damen und Herren, wir hätten vor 2 Jahren anfangen müssen, die Menschen, die zu uns gekommen sind, an die Hand zu nehmen, mit unseren Werten vertraut zu machen und mit unserer Erwartungshaltung zu konfrontieren. Ich glaube, dass es dazu noch nicht zu spät ist, aber ich hätte mir sehr gewünscht, dass dazu im Koalitionsvertrag mehr konkrete Vorschläge stehen und dass es mehr Bereiche gibt, in denen die Bundesregierung, die Bundesländer und die Kommunen an die Hand nimmt. Und ich erhoffe mir von den verbleibenden 3,5 Jahren dieser Bundesregierung, dass es da eine deutlich andere Handschrift gibt und dass es in der praktischen Umsetzung eine Integration gibt, die es uns möglich macht, in unserem Land das, worauf wir stolz sein können, zu erhalten und die Menschen, die letztlich, das wissen wir alle, bei uns bleiben, in unseren Rechtsstaat und in unser soziales System zu integrieren, sie mitzunehmen und mit in unserem Land bleiben zu lassen. Das bedeutet aber, dass die Bundesregierung tatsächlich die Bundesländer deutlich mehr mitnehmen muss und unter die Arme greifen muss. Der Weg, den wir bisher beschritten haben, kann bestenfalls der Anfang sein. Vielen Dank. Cornelia Seibelt aus Berlin kritisiert die verspätet begonnene Integration. Jetzt kommt Klaus-Peter Wiltsch, der ja schon heftige Kritik geübt hat an den Euro-Rettungspaketen. Und danach bereiten Sie sich auch schon mal vor auf Jens Spahn, den designierten Gesundheitsminister. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freunde, Kollegen, als der Koalitionsvertrag auf den Tisch kam, war mein Erwartungsniveau nicht besonders hoch. Ich war mir darüber im Klaren, dass wir mit Koalitionsverhandlungen nicht eine Wahlniederlage nachträglich in einen Sieg verwandeln können. Die Klatsche haben wir am 24. September gekriegt und die Ursachen dafür weisen in den September 2 Jahre zuvor zurück. Aber richtig erschrocken habe ich mich, als ich mir einmal die mediale Darstellung durch Schulz des Europateiles angeschaut habe und dann auch das im Vertrag selbst angeschaut habe. Sie wissen, dass Schulz vorgeschlagen hat, wir machen Europa jetzt weiter und intensiver und bis 2025 sollen alle in den Euro reinkommen und wer das nicht schafft, sich zu qualifizieren dafür, der muss halt raus. Eine solche Ignoranz gegenüber Entwicklungen, die wir in Europa zurzeit erleben, bei den Sozis anzutreffen, ist schon schlimm genug. Aber den unwidersprochen dort dann vortragen zu lassen, wir haben das deutsche Spardiktat beendet und machen Zukunft und Investitionen für Europa, hat mich wirklich geschockt und das halte ich für schwer erträglich. Lassen Sie uns kurz darauf schauen, auf ein Thema, was mich besonders umtreibt. Die Frage, wie geht es mit dem Euro weiter, kommen wir zurück zu geregelten Verhältnissen? Der Tage-2-Saldo beim Euro, das ist unser Guthaben auf dem Konto bei der EZB, hat die 900-Milliarden-Marke überschritten. 450 Milliarden davon schuldet uns Italien. Und in Italien ist am Sonntag Wahl und Beppo Grillo liegt vorne in den Umfragen und er sagt, ich gehe raus aus dem Euro und ich denke nicht dran, das auszugleichen hinterher. Wir müssen uns mal die Dimensionen klar machen, das ist ein anderthalber Bundeshaushalt, über den wir da reden. Und dann
müssen wir ganz deutlich machen als Union. Und deshalb bin ich der Mittelstandsvereinigung dankbar, dass sie einen Antrag gestellt hat, den ich ihrer Zustimmung empfehle nachher, wo ganz klar drin wird, wir wollen keine Schuldenunion, kein Bailout, wir wollen keine Haftungsunion. Wir wollen nicht, dass die deutsche Einlagensicherung herangezogen wird, um die Probleme mit nicht bedienbaren Krediten bei südlichen Banken zu lösen, zu Lasten unserer Bankkunden und unserer Steuerzahler. Das müssen wir sehr deutlich machen und das fehlt mir in dem Papier. Wenn ich mir dann den Rest angeschaut habe, da hat der Peter Altmaier gesagt, guckt mal genau hin, da findet jeder was. Da habe ich gesagt, ja Peter, ich habe mir das angeschaut und es ist ja wirklich so, jeder findet irgendein Töpfchen, wo es eine Förderung gibt oder so. Und jeder findet unter dem Baum ein Päckchen. Das sind nur meine 5 Kinder, die sind zwischen 14 und 28. Die finden darunter nur einen Zettel, da steht drauf, ihr müsst das Ganze mal bezahlen, weil wenn ich mal fertig gekriegt habe, in Zeiten, wo die Steuereinnahmen sprudeln, wie nie Schulden abzubauen. Das Ganze atmet einen Geist von, wir kümmern uns um euch, wir betütteln euch hier, wir betütteln euch da. Das ist doch nicht unser Bild vom Menschen, dem freien Bürger, der in Selbstverantwortung sein Leben gestaltet. Und da bin ich Julia Klöckner dankbar dafür, dass sie unser Menschenbild noch mal in kurzen Schritten skizziert hat. Ich komme zum Ende und sage, ich kann leider nicht zustimmen, weil ich auch nicht glaube, dass das Stabilität hat. Es ist doch nicht Stabilität, wenn um 18.03 Uhr am Wahlabend gesagt wird, Koalition beendet. Dann wird gesagt, wir reden nicht. Dann wird noch vor dem Bundespräsidentengespräch nach der Sondierung gesagt, wir reden nicht. Dann jetzt ist das letzte Satz, Herr Lascher, dann reden Sie doch. Jetzt müssen wir wieder die Luft anhalten, der Parteitag beschließt mit 56%, Sie dürfen verhandeln. Dann kommt die Urabstimmung, dann machen die Jusos ihren Aufzug. Wenn wir jedes Mal in Zukunft, wenn irgendwo 20 Jusos zusammenstehen, die Luft anhalten müssen, ob das denn hält, was wir da miteinander vereinbart haben, dann bin ich doch lieber dafür, wir machen eine Minderheitsregierung und zeigen mal, was CDU pur ist. Dankeschön. Schwer zu stoppen heute wieder Klaus-Peter Wilsch aus dem Landesverband Hessen und jetzt Jens Spahn. Liebe Frau Vorsitzende, liebe Armin, liebe Freunde und Freunde, ja, es sind außergewöhnliche Zeiten, in denen wir sind. Es gab es in fast 70 Jahren Bundesrepublik noch nicht, dass es so lange dauert, 5 Monate nach der Bundestagswahl, bis klar ist, und es ist ja immer noch nicht klar mit unserer Entscheidung heute abschließend, welche Konstellation, welche Koalition das Jahr dieses Land in Zukunft regieren wird. Das hat alles zu tun mit dem 24. September, natürlich im letzten Jahr. Das dürfen wir auch nicht vergessen, weil das ist ja auch angesprochen worden in fast allen Reden heute, auch als Ausgangspunkt für die Debatte und als Ausgangspunkt für die Frage, worum es auch geht in dieser großen Koalition. Denn ja, wir haben den Auftrag erhalten zu regieren und das ist gut. Aber es war eben in vielen Teilen, manchen Bundesländern auch ein bitteres Ergebnis. Das ist für uns Auftrag. Auftrag von den vielen Millionen Menschen, die uns gewählt haben. Aber auch ein Auftrag, Vertrauen zurückzugewinnen von denjenigen, die uns eben nicht mehr gewählt haben. Und liebe Freunde, wenn da einige sagen, ja, das ist doch Normalisierung in Europa. Rechtspopulistische Parteien, die gibt es in Frankreich, in den Niederlanden, in Schweden, Finnland, Österreich, in vielen anderen Ländern, damit müsse man sich abfinden. Da sage ich nein, ich will mich nicht damit abfinden, dass es eine Kraft rechts von uns in den Parlamenten gibt. Ich möchte, dass wir Vertrauen zurückgewinnen, indem wir das, was wir im Großen Koalitionsvertrag jetzt aufgeschrieben haben, auch umsetzen gemeinsam mit den Sozialdemokraten. Und ich möchte, dass wir uns klar abgrenzen. Wir wollen das Vertrauen der Wähler zurückgewinnen. Und wir wollen uns klar abgrenzen von denjenigen, die als Funktionäre, als Abgeordnete der AfD mit Ressentiments, mit Rassismus, mit der Leugnung des Holocaust unterwegs sind und das in unsere Parlamente bringen. Mit denen haben wir nichts gemein. Mit denen wollen wir nicht koalieren. Die wollen wir nicht akzeptieren. Wir wollen sie überflüssig machen und spätestens in 4 Jahren nicht mehr im Deutschen Bundestag sehen. Und auch das, was bei der SPD passiert, hat natürlich gerade in Teilen ja sogar Unterhaltungswert. Die Schwester von Schulz, die Tochter von Sigmar Gabriel, man wartet auf die Tante von Nahles. Aber das alles hat natürlich auch einen ernsten Hintergrund. Was ist das eigentlich in diesem Land?
in dem 80-90% der Deutschen sagen, uns persönlich geht's gut bis sehr gut, dass das so schwer ist, einen Partner zum Regieren zu finden. Ja, auch wir diskutieren. Ja, auch wir ringen um die richtigen Antworten. Aber wir wollen Verantwortung übernehmen für dieses Land, denn genau dafür sind wir angetreten am 24. September. Und das unterscheidet uns scheinbar von allen anderen Parteien in Deutschland. Dafür steht die Christlich-Demokratische Union. Und dafür ist dieser Koalitionsvertrag eine solide Basis. Jetzt geht es darum, das umzusetzen und was daraus zu machen und immer wieder dabei zu erklären, was uns leitet. Dazu gehören manchmal auch ganz einfache, aber doch wahre und kraftvolle Sätze. Dass es die Kinder einmal besser haben sollen als man selber, die späteren Generationen. Das ist die Zukunftszuversicht, die angelegt ist bei uns Christdemokraten. Dass dann, wenn es den Unternehmen gut geht, der Wirtschaft, auch die Beschäftigten, die Arbeiter und Angestellte was davon haben sollen. Das ist der Kernsatz, der einfache, der sozialen Marktwirtschaft. Und da, wo es nicht gelingt, dass jemand seinen fairen Anteil hat, dann auch gegenzusteuern. Einigkeit und Recht und Freiheit als die Grundlagen, der Auftrag aus dem Grundgesetz für unseren Staat. Das ist alles angelegt im Koalitionsvertrag, wenn wir das der Richtige daraus machen. Jens, da geht es abschließend, lieber Armin, nicht darum, rechts, links, oben, unten zu diskutieren. Sondern es geht um zutiefst menschliche Grundbedürfnisse, um innere Sicherheit, kulturelle Sicherheit, um Ordnung, um die Frage, Zukunftszuversicht zu haben, zu gestalten. Wir wollen die Zukunft nicht erleiden, wir wollen sie gestalten und wir wollen Vertrauen zurückgewinnen als verlässlicher Partner für die Bürgerinnen und Bürger, als Union im Team mit Angela Merkel an der Spitze. Und genau darum geht es. Im Vertrag zur Großen Koalition ist das alles angelegt. Wir können jetzt Wunden lecken oder wir können sagen, wir machen was draus und ich möchte, dass wir was draus machen. Deswegen bitte ich um Zustimmung heute. Vielen Dank, Jens Spahn. Jetzt Georg Ludwig von Breitenbuch und danach Cedric Bickel aus Thüringen. Ja, wir sind in der CDU, um die Dinge besser zu machen. Deswegen treffen wir uns heute hier und diskutieren die Dinge. Wir wollten im Kreisverband bei uns die Dinge besser machen, haben uns nach der Wahl hingesetzt, einen Brief an die Bundesvorsitzende geschrieben. 4 Monate haben wir nichts gehört. Dann kam ein Brief, das ist ärgerlich. So geht man mit der Basis nicht um. Weil wir wollen letztendlich, dass die Basis hier ihre Impulse geben kann und dann darf das so nicht laufen. Wir wollten eine Kreisvorsitzendenkonferenz erbitten. Auch das war in den letzten 4 Monaten nicht möglich. Warum ist sowas nicht möglich bei uns, damit wir die Dinge rechtzeitig diskutieren können? Wir wollen doch teilnehmen an dem, was hier in Berlin passiert, uns einbringen mit unseren Meinungen und für die wir stehen. Eine nächste Erfahrung, die ich hier mitteilen möchte, ich bin seit langer Zeit im Bundesfachausschuss. Landwirtschaft und Ernährung bei Christina Schulze-Vöcking. Wir haben ein super Papier gemacht, was die Bundespolitik landwirtschaftlich voll abbildet. Und das ist dann zurechtgeschmolzen worden von Herrn Altmaier auf 60 Seiten insgesamt. Wenn wir so mit unserer fachlichen Arbeit, die wir in der Partei leisten, dann umgehen, wenn wir so beliebig die Wahlprogramme machen, dass die Codewörter für die, die uns eigentlich wählen sollen, nicht mehr dort vorkommen, wenn mir die Bauern sagen, im AfD-Programm steht Besseres, als was ich bei euch finde, weil diese Codewörter dann rausgeschmolzen sind, dann geht das nicht. Und mit welcher Berechtigung wird das Wahlprogramm dann in diesem Flaschenhals irgendwo dort verarbeitet? Das haben wir letztendlich auch nicht verstanden. Liebe Freundinnen und Freunde, die CDU steht dafür, die Themen im Lande zu befrieden, uns für eine Mehrheit der Bevölkerung die Dinge ordentlich abzuarbeiten. Das Staccato der letzten Jahre, was wir hier erlebt haben, die Überrumpelung mit Themen, ich erinnere an die eine Woche für Ehe und für alle, das geht nicht. Wir brauchen langfristige Prozesse, dass die Menschen sich sicher fühlen und mit den Veränderungen umgehen können. Nicht nur wir in der Politik, sondern insgesamt. Und diese Überrumpelung darf es in der nächsten Koalition wirklich nicht wieder so geben. Wir sind sehr nachdenklich im Kreisverband Leipzig. Ich will das Landkreis Leipzig, ich will das deutlich sagen, was den Koalitionsvertrag angeht. Gerade auch, was die Leistungsträger in unserer Gesellschaft angeht,
Es geht um die Diskriminierung der Leistungsträger beim Soli. Es geht um das nicht abgearbeitete Thema Vorfälligkeit der Sozialversicherung. Es geht aber auch um die Themen Osteuropa. Es steht nur etwas kurz für Polen, es steht Frankreich ganz groß drin. Unsere wichtige Aufgabe, und das ist vielleicht auch der Blick aus Sachsen, Richtung Osteuropa, Richtung Tschechien, Polen, Ungarn, ich denke, auch das ist wichtig. Sehr verehrte Frau Kramp-Karrenbauer, Sie waren bei uns in Borsdorf im Wahlkampf. Ich habe Sie als sehr angenehm, unprätentiös und klar in Ihren Aussagen erlebt. Und ich würde mich freuen, wenn Sie das auch durchhalten, wenn Sie zu einer klareren Sprache kommen als der Antwortbrief, der uns dann letzte Woche nach 4 Monaten zugegangen ist. Ich habe da großes Vertrauen in Sie. Alles Gute, Gottes Segen. Danke. Vielen Dank. Jetzt kommt Cedric Bickel und danach Herr Irmer aus Hessen. Herr Bickel, bitte. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte meinen Beitrag so gestalten, dass ich die handelnden Personen direkt anspreche. Liebe Frau Kramp-Karrenbauer, ich bin persönlich überzeugt davon, dass, wenn wir Sie heute hier wählen werden, das eine richtige Wahl ist. Aber ich möchte ganz konkret einige Bitten an Sie formulieren. Wir haben heute hier schon gehört, was Konservative in unserer Partei zu ertragen hatten. Für mich besonders schmerzlich war das Aufgeben der Wehrpflicht, was ich immer noch für falsch halte. Ich bitte Sie, und das haben Sie angekündigt, künftig auch dem Flügel, der sich momentan nicht genügend repräsentiert fühlt, wieder Platz zu geben. Eine offene, programmatische Diskussion in unserer Partei zuzulassen. Ich komme aus einer Stadt, da haben 22,5% die AfD gewählt. Das kann für uns nicht verträglich sein, das können wir auch nicht akzeptieren. Wir müssen um diese Wähler wieder kämpfen, weil das eben nicht alles Nazis sind, sondern das sind Leute, die vor 4 Jahren noch uns gewählt haben. Und die müssen wir wiederholen. Und da bitte ich darum, dass da auch sich programmatisch Angebote für diese Menschen finden. Wir müssen das Konservative in unserer Partei betonen. Ich freue mich, dass mit Jens Spahn, Julia Klöckner, neue junge Kräfte hier dabei sind. Ich wünsche denen auch sehr, sehr viel Erfolg bei ihrem Handeln. Ich bitte Sie auch, auf die Werteunion zuzugehen. Wir wollen uns auch konstruktiv einbringen in zukünftige programmatische Themen unserer Partei. Und ich finde es schade, dass bis heute, und ich erlebe heute das erste Mal hier einen Parteitag, auf dem wir auch mal kontrovers diskutieren, und das ist gut so. Wir sollten uns nicht immer darauf einlassen, das Spiel der Medien mitzuspielen und unseren Erfolg an der Dauer des Applauses für die Bundeskanzlerin zu messen, sondern wir sollten programmatisch Punkte setzen, die uns auch wieder dazu führen, Wähler zurückzugewinnen, uns an die 40% anzunähern und so unsere Partei für viele Schichten wählbar zu machen. Und ich bitte Sie, das zukünftig umzusetzen. Und ein persönliches Wort noch. Ich möchte Herrn Dr. de Maizière danken für seine Tätigkeit. Das war für mich ein Politiker, der wirklich sich als Diener verstanden hat, genauso wie auch die Bundeskanzlerin selbstverständlich. Und ich wünsche uns einen weiteren schönen Parteitag und ich wünsche Ihnen, Frau Kramp-Harrenbauer, nachher viel Erfolg bei der Wahl. Cedric Bickel aus Zellamelis in Thüringen. Und so langsam nähern wir uns dem Ende der Rednerliste. Nächster ist Hans-Jürgen Irmer, ist Bundestagsabgeordneter, kommt aus Hessen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, danach Thomas de Maizière. Liebe Genossinnen und Genossen, Entschuldigung, ich glaube, es war die falsche Rede. Meine sehr verehrten Damen und Herren, habe diese, liebe Parteifreunde, das darf ich sagen als jemand, der 40 Jahre in der CDU ist, möchte 2 Themen ansprechen. Ein Punkt, der ist nicht im Koalitionsvertrag enthalten, wird da nicht reinkommen, aber ein Thema, das etwa 7 bis 8 Millionen Menschen betrifft, nämlich das Thema der Direktversicherung. Es hat Ende der 90er Jahre viele Menschen gegeben, die gesagt haben, auf Wunsch des Staates, sorgt für euer Alter vor. Das haben sie gemacht, aus versteuertem Geld, Geld zurückgelegt, in die Direktversicherung eingespeist. Dann hat der Deutsche Bundestag 2004 auf Initiative von Rot-Grün beschlossen, diese Gelder, die investiert worden sind, werden zumindest teilweise anschließend zu sozialversicherungspflichtigen Beiträgen herangezogen. Dies bedeutet, dass jemand, der davon ausgegangen ist, im Alter 100.000 Euro beispielsweise zurückzubekommen, im Endeffekt vielleicht 70.000 zurückbekommt. Abgesehen von der
finanziellen Seite. Das Grundproblem für mich besteht darin, dass diejenigen, die im Vertrauen auf das, was Vater Staat gefordert hat, was wir alle wollen, nämlich Selbstvorsorge zu treffen, im Anschluss für diese Maßnahme im Grunde genommen ja, bestraft werden. Und deshalb bitte ich herzlich darum, dass wir in den nächsten 4 Jahren dieses Thema nicht kleinreden, denn wir diskutieren über 7 bis 8 Millionen Menschen. Das Zweite, was ich ansprechen möchte, Koalitionsvertrag. Ich werde diesem zustimmen als Innenpolitiker, weil vieles, was dort drin steht, richtig ist. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass wir das erreichen, was wir im Bereich der inneren Sicherheit erreicht haben. Aber, meine Damen und Herren, Jens Spahn hat eben zu Recht darauf hingewiesen, wir möchten die Wähler der AfD zurückgewinnen und die der FDP. Und die Kanzlerin hat zu Recht davon gesprochen, wir müssen Vertrauen zurückgewinnen. Ja, das teile ich ausdrücklich. Und es gibt ein zentrales Thema, was viele Menschen umtreibt. Und das ist all das Thema, was mit dem Thema Asyl sich beschäftigt. Und deshalb glaube ich, wenn wir diese Themen nicht besetzen, ob Asylmissbrauch, innere Sicherheit, Justizmissbrauch, Islam, wenn wir das nicht machen als christlich-demokratische Union, überlassen wir das Feld anderen. Entweder sagen die Leute, die haben das Problem nicht erkannt, wir gehen nicht mehr wählen, wenden uns von diesem Staat ab, was wir alle nicht wollen, oder sie gehen in vermeintliche Alternativen nach rechts außen oder links außen. Auch das wollen wir nicht. Also müssen wir es diejenigen sein, die die Themen angreifen. Und deshalb glaube ich, ist es richtig, wenn wir sagen, Vertrauen zurückzugewinnen. Ja, aber dann habe ich eine ganz große Bitte, liebe Frau Bundeskanzlerin, als Kreisvorsitzende, der ich das seit 20 Jahren mache, bei aller riesengroßen Wertschätzung Ihrer Leistung in den letzten Jahren und Jahrzehnten für dieses Land und für diese Partei. Ich habe eine Bitte, einmal den Menschen im Sinne von Vertrauen zurückgewinnen, ein kleines Signal zu geben, ja, ich habe verstanden, 15, wir haben das wirklich gut gemeint, humanitär. Aber dann sind wir ein klein wenig überrollt worden, ich sage es zurückhalten. Das haben wir verstanden und das passiert kein zweites Mal. Ich glaube, wenn man das so deutlich von Ihrer Person aus mal hört, dann haben wir einen riesigen Rückenwind für die Landtagswahlen in Bayern und in Hessen. Herzlichen Dank. Hans-Jürgen Irmau, MdB aus Hessen, auch mit einer klaren Ansprache an die CDU-Vorsitzende und jetzt der scheidende Innenminister. Herr Tanzband, lieber Armin, liebe Freundinnen und Freunde, zunächst mal will ich mal sagen, das finde ich eine richtig gute Debatte, die wir hier haben. Haben wir lange nicht gehabt. Und vor allen Dingen finde ich ganz toll, dass hier ganz viele im Raum geblieben sind und nicht draußen Kaffee getrunken haben, wie das sonst üblich ist bei der Diskussion, um sich hinterher zu beschweren, dass es keine Diskussion gibt. Heute waren sie alle da. Toll. Auch ich werbe für die Zustimmung zu diesem Koalitionsvertrag und will das natürlich am Beispiel der inneren Sicherheit mit ein paar Strichen noch einmal deutlich machen. Wir wollen einen Pakt für den Rechtsstaat. Für Polizei heißt das 15.000 zusätzliche Polizisten. Der Bund hat 7.500 in der letzten Legislaturperiode geschaffen. Wir wollen noch einmal 7.500 für den Bund dazu. Und jetzt kommt meine Bitte an die Länder. Das sind zusätzliche Stellen, die wir in den Koalitionsvertrag geschrieben haben. Und es kann nicht sein, dass die man in den letzten 2 Jahren geschaffen hat, darauf angerechnet werden. Zusätzlich halt zusätzlich. So, dann wollen wir was für die Justiz machen. Wir haben zu wenig über die Justiz gesprochen in dem Zusammenhang. 2.000 Richterstellen für die Justiz. Wir wollen nicht, dass Richter immer wieder Straftätige und Täter freilassen, wenn Polizisten sie immer und immer wieder vor die Richter stellen. So entsteht kein Vertrauen in den Rechtsstaat. Was haben wir noch vereinbart? Mehr Videoüberwachung, auch unter Nutzung moderner Techniken. Kann ja nicht sein, dass Apple ein Gesichtserkennungsprogramm macht, alle sich darüber freuen. Und wenn ein Innenminister Terroristen fahnden will mit Gesichtserkennung, dass das plötzlich nicht geht. Das geht in meinen Kopf nicht rein. Wir wollen gleichwertige Befugnisse der Sicherheitsbehörden im Internet und außerhalb des Internets. Ich könnte das jetzt lange ausführen. Das ist ein fundamentaler Satz, der viel bedeutet. Wir wollen, dass das Cyber-Grooming strafbar ist. Das heißt, wenn sich Täter an junge Mädchen im Internet ranmachen und ranschleichen, das wollen wir strafbar machen. Wir wollen das Betreiben krimineller Infrastrukturen im Internet, etwa Waffenhandel im Darknet, strafbar machen. All das steht in dieser Koalitionsvereinbarung.
Und dann gibt es etwas, das ist mir persönlich ganz besonders wichtig. Das haben Sie seit einem Jahr gemerkt. Das ist die Sicherheitsarchitektur in Deutschland. Ich halte unsere Sicherheitsarchitektur, wie sie im Moment in Deutschland ist, nicht für zukunftsfähig. Und das haben wir in den Koalitionsvertrag geschrieben mit vielerlei Änderungen. Das bedeutet, Angriffe auf die IT-Infrastruktur unseres Landes müssen wir gemeinsam beantworten. Und das kann nicht jedes Bundesland für sich alleine tun. Wir brauchen beim Kampf gegen den Terrorismus gemeinsame Standards, verbindlichen Umgang. Und daran müssen sich alle halten. Wir brauchen keine Zonen unterschiedlicher Sicherheit. Das wollen wir mit einem Musterpolizeigesetz erreichen. Wenn wir nicht besser im Föderalismus für Sicherheit in Deutschland zusammenarbeiten, dann werden wir internationalen Gefahren nicht gut begegnen. Wir wollen den Islam, eben war der immer vom Islam gesprochen, wir wollen den radikalen Islam zurückdrängen. Erstmalig steht das in einer Koalitionsvereinbarung. Wir wollen, dass Imame Deutsch sprechen, wenn sie zu uns kommen. Auch das steht in dieser Koalitionsvereinbarung. Und wir wollen mit Bund und Ländern abgestimmt radikalisierte Moscheen beobachten und auch mehr schließen, als das bisher der Fall war. All das steht in dieser Koalitionsvereinbarung. Nun, meine Damen und Herren, warum machen wir das? Jetzt kommt, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Und Jens Spahn hat darüber gesprochen, Herr Irmer auch. Ich finde, wir machen das nicht, weil wir die AfD bekämpfen wollen. Wir machen das nicht, weil wir Vertrauen zurückgewinnen wollen, sondern wir machen das, weil wir das für dieses Land für richtig halten. Und diese Lösung ist dann auch ein gutes Rezept gegen die AfD. Letzter Punkt zu mir persönlich und auch ein Ratschlag an die neuen Minister. Jeder, der Minister wird, muss so arbeiten, als wäre seine Amtszeit unbegrenzt. Und er muss die innere Einstellung haben, dass er weiß, dass es sein Amt auf Zeit ist. Diese innere Spannung muss man aushalten oder man sollte nicht Bundesminister werden. Für mich ist jetzt die Zeit gekommen, dass diese Zeit zu Ende ist. Ich gehe als stolzer und dankbarer Bundesminister und bleibe ein stolzer und fröhlicher Christdemokrat. Das gibt jetzt nochmal stehenden Applaus für Thomas de Maizière, den scheidenden Bundesinnenminister. Er gehe als stolzer Christdemokrat aus dieser Bundesregierung, aus der nächsten Bundesregierung, muss man ja korrekterweise sagen, sofern sie denn in absehbarer Zeit mal zustande kommt. Das hängt ja immer noch, wie Sie alle wissen, am Mitgliedervotum der SPD am nächsten Sonntag. Wissen wir dann tatsächlich mehr. Jetzt also auch nochmal stehender Applaus für Thomas de Maizière, hatte ja auch schon bekommen während der Rede von Angela Merkel, genauso wie Hermann Gröhe und Peter Tauber, der scheidende Generalsekretär der CDU. Jetzt nochmal Dank von ganz vorne. Auch das Präsidium hat sich erhoben, nochmal zu seinen Ehren. Ja, er wirkte nochmal engagiert für diesen Koalitionsvertrag und vielleicht sogar auch ein ganz klein bisschen erleichtert. Auf unserer Rednerliste steht Johann Wadepohl, der ist auch aus dem Bundestag und er kommt aus Schleswig-Holstein. Es fehlen nicht mehr viele. Es ist sogar der Letzte, der jetzt kommt, wie wir gerade den Worten von Armin Laschet entnehmen. Vorbild Thomas de Maizière kann, glaube ich, für unsere Partei insgesamt stehen. Dass wir unsere Partei hochschätzen, dass wir mit ganzem Herzen Mitglieder unserer Partei sind, das versteht sich von selbst. Dass jeder auch an sich selber arbeitet und das Beste von sich selber gibt, ist auch selbstverständlich. Aber für uns gilt immer der Vorrang, zuerst das Land und dann die Partei und dann die eigene Person. Und dafür ist Thomas de Maizière ein hervorragendes Beispiel für uns alle und über unsere Partei hinaus. Nachdem wir vieles zur Innenpolitik gesagt haben, möchte ich uns ganz kurz in Erinnerung rufen, dass die Außenpolitik sich in den vergangenen 4 Jahren die sicherheitspolitische Lage nicht positiv entwickelt hat. Innerhalb Europas gibt es Krisenerscheinungen. Das haben wir in Osteuropa schon seit einiger Zeit erlebt. Die EU betreibt ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen. Es geht sogar so weit, dass die Briten uns verlassen wollen. Der amerikanische Präsident, er hat es zum Glück mittlerweile etwas revidiert, hat die NATO einmal als obsolet bezeichnet. Unsere Bündnisse stehen in Frage.
In einer Zeit, wo wir erleben, dass andere sich das Recht nehmen, das zu machen, wozu sie militärisch in der Lage sind. Die Russen haben die Krim annektiert und sind nach wie vor mit regulären und irregulären Truppen im Osten der Ukraine tätig. Auch China ist uns gegenüber nicht immer nur freundlich und rechtskonform gesinnt. Die Seidenstraßeninitiative der Chinesen birgt auch Gefahren für die Europäische Union. Und daraus, liebe Freundinnen und Freunde, müssen wir die richtige Folgerung ziehen. Und die zieht der Koalitionsvertrag. Unsere Antwort auf diese Regelwidrigkeiten, unsere Antwort für eine gute Zukunft, für Wohlstand, für Frieden und Freiheit, auch in Deutschland, heißt Europa, liebe Freundinnen und Freunde. Nur gemeinsam können wir darauf antworten. Und unsere Antwort muss lauten, dass wir verlässlich sind im Bündnis. Und das wird eine schwierige Diskussion, der Fraktionsvorsitzende hat es angesprochen, auch in der Koalition werden. Aber ich denke, wir schulden es auch unseren Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz sind, die hier in Deutschland und anderswo ihren Dienst tun. Und wenn es um Bundeswehrverbandsforderungen geht, dann ist die Sozialdemokratische Partei schnell dabei, die zu unterstützen. Aber wenn es dann um konkrete Haushaltszahlen geht, dann wird gegen das 2%-Ziel, gegen die Vereinbarung gekämpft. Wir, liebe Freundinnen und Freunde, müssen ohne Wenn und Aber hinter der Bundeswehr stehen. Wir müssen hinter der NATO stehen. Wir müssen unsere Bündnisverpflichtungen erfüllen. Das ist nicht Aufrüstung, sondern das ist die Wachsamkeit, die dem Frieden geschuldet ist. Und da muss auf die CDU in den nächsten 4 Jahren Verlass sein. Nur dann werden wir eine gute Sicherheitspolitik haben. Nur dann werden wir zufriedene Soldatinnen und Soldaten haben. Und nur dann werden wir auch äußere Sicherheit verlässlich garantieren können. Das ist wichtig. Das ist unsere Verpflichtung als CDU. Vielen Dank. So, vielen Dank, lieber Johann Wadephul. Wir sind damit am Ende einer intensiven, glaube ich, sehr guten Diskussion hier zum Bericht der Vorsitzenden und zum Koalitionsvertrag.